Silvia, Walter und Charlie, brillant mit Fanclub heute angereist. Ja, das ist immer wieder schön, wenn man diese Leute sogar hier wieder trifft, ne? Wenn man sie wieder hier trifft, vielleicht können wir das ganz, ganz kurz nochmal einfangen. Ihr seid brillant, heißt es hier, auf einem großen Transparent. Und ihr seid ja auch in den, ja, wir zeigen es mal ganz, ganz kurz. Ihr seid brillant, das sind eure Fans. Ja, und das schon sehr, sehr viele Jahre lang. Also das sind unsere langjährigsten Freunde, die wir so kennen und haben, ne? Dankeschön. Und die gehen immer mit, regelmäßig zu euren Auftritten. Ihr seid in vielen Tanzlokalen der Republik immer wieder unterwegs auf der Bühne. Aber ich habe mir sagen lassen, Charlie, du hast gesagt, unwahrscheinlich oft im Schwarzwald. Seit 2011 sind wir regelmäßig im Schwarzwald in Kensingen, wenn man das sagen darf. Natürlich, ihr dürft alles sagen. Es ist zwar nicht mehr der Schwarzwald, Kensingen, aber in der Nähe von Rust. In der Nähe von Rust, da seid ihr regelmäßig zu Gast, aber in vielen, vielen... Am kommenden Freitag. Auch am kommenden Freitag, da läuft die Sendung wahrscheinlich schon wieder, aber auch dann wieder, ja. Und ich habe es eingangs erwähnt, ihr habt heute so ein kleines Jubiläum bei mir. Wie oft war da jetzt schon hier? Ich glaube, 10 Mal. Ja, ich denke mal, ja, so um die 10, ne? Ich wahrscheinlich ein paar Mal öfters. Du ein paar Mal öfter, denn du warst ja schon dabei, da waren wir noch in Ludwigsburg, da waren wir schon in Karlsruhe. Also der Walter, ein unwahrscheinlich langer Freund und Wegbegleiter. Und ihr habt musikalisch einiges noch vor in nächster Zeit. Was steht auf dem Programm? Ja, eigentlich das, was eigentlich immer auf dem Programm steht, wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Wir wollten eigentlich weniger machen und es hat sich nichts verändert. Die Haare sind ein bisschen grauer, ein bisschen kürzer geworden, aber sonst ist alles noch beim Alten. Okay, und man konnte, ich darf es trotzdem mal ganz, ganz kurz erwähnen, du willst es eigentlich nicht, aber in der letzten Woche hast du ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, da warst du in der Bild-Zeitung zu sehen, mit Brille und Gitarre, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, im Sportteil. Ja. Ja, die Zeitungsleser oder Bild-Zeitungsleser, die wissen ein bisschen mehr, ne? Ich bin der Onkel vom Joshua Kimmich, der bei Bayern München gerade... Unterschrieben, das heißt schon ein Jahr dabei ist und der richtig ganz, ganz tollen Fußball spielt. Ist schön, ich bin stolz auf ihn. Und man muss sagen, auch in der Bild-Zeitung natürlich war brillant groß zu lesen. Gute Reklame für euch. Ich hätte jetzt gern noch eine Zugabe von euch, noch einen zweiten Song. Haben wir noch dabei? Ja, jetzt kommen wir zum lustigen Teil. Jetzt fragen wir nämlich, hast du heute schon gelacht? Ich habe heute schon gelacht und Sie zu Hause hoffentlich auch, meine Gäste hier in der Alt-Event-Fabrik auf jeden Fall. Jetzt kommt Ihre Zugabe, hast du heute schon gelacht, mit Brillant. Hast du heute schon gelacht, hast du schon daran gedacht, dass Tränen nichts verändern. Wenn du die Augen schließt, wenn du nicht nach vorne siehst, bleibt alles wie es ist. Hast du heute schon gedacht, hast du schon daran gedacht, dass jemand da ist, der dich liebt? Wenn dein Traum zu Ende geht, wenn du vor den Scherben stehst, glaub an mich und dass es Wunder gibt. Zu weinen, trockne die Tränen, schau in den Spiegel, dann siehst du eine Rose, die irgendwann verblühen wird. Niemandem geben und wieder lieben, lieben und träumen und nichts mehr versäumen. Was das Leben gibt. Hast du heute schon gelacht? Hast du schon daran gedacht, dass Tränen nichts verändern? Wenn du die Augen schließt, wenn du nicht nach vorne siehst, bleibt alles wie es ist. Hast du heute schon gelacht? Hast du schon daran gedacht, dass jemand da ist, der dich liebt? Wenn dein Traum zu Ende geht, wenn du vor den Scherben stehst, glaub an mich und dass es Wunder gibt. Nie mehr verlieren, nie wieder frieren, glaub an die Liebe und die neuen Gefühle.
Hast du heute schon gelacht? Hast du schon daran gedacht, dass Tränen nichts verändern? Wenn du die Augen schließt, wenn du nicht nach vorne siehst, bleibt alles wie es ist. Hast du heute schon gelacht? Hast du schon daran gedacht, dass jemand da ist, der dich liebt? Wenn dein Traum zu Ende geht, wenn du vor den Scherben stehst, glaub an dich und dass es Wunder gibt. Wenn dein Traum zu Ende geht, wenn du vor den Scherben stehst, glaub an dich und dass es Wunder gibt. Hast du heute schon gelacht? Ein wunderschönes Lied. Dargeboten von der Gruppe Brillant. Und so schnell ist die Zeit wieder vergangen, wie im Fluge. Mir bleibt noch, Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie mit dabei sein möchten, jetzt die eingeblendete Telefonnummer anzurufen, um sich Ihren Sitzplatz zu sichern für die nächsten Aufzeichnungen hier in Waldbronn-Roth im wunderschönen Albtal bei Karlsruhe im Musikparadies. Ich bedanke mich bei Ihnen.